Hallo zusammen Auf und die falschen herzlich Leute willkommen zurück bei Gothic 2, wo wir endlich in der gehört. Stadt Hab so Korine sind. einiges gehört. Und jetzt wollen wir zu der Bucknerei zum Das ist tödlichen eine Fall schlimme gehen, Sache. um vielleicht mal einiges zu lernen und vielleicht dort als Gerade noch. Lehrling Willkommen zu in meinem arbeiten. Laden, Fremder. Ich bin Bosper. Meinst du, mir geht es Ich baue besser? Bögen und handle mit Fellen. Was treibt dich nach Ich Korinnis? habe mir das schon gedacht. Ich muss ins obere Viertel. Schon vorher Zu klar. den Paladinen. Das kannst du dir aus dem Kopf Ich merkte schlagen. das nicht. Du musst hier angesehener Bürger sein oder Ich zumindest habe eine das immer noch ordentliche gedacht. Arbeit haben. Als Fremder kommst du da nicht rein. Wir können nur abwarten. Ich suche Arbeit. Ich Öffnen Sie könnte die einen Mauern neuen hier. Lehrling gebrauchen. Dein Vorgänger hat Wir gerade können vor nur 2 Tagen abwarten. seinen Job an den Nagel gehängt. Verstehst du denn was vom Sind mir Jagen? lange bekannt. Naja. Ich könnte dir beibringen, wie man Tieren Oder das Fell warte nicht länger abzieht. auf mich. Ich zahle gut für jedes Fell, das du mir Wenn er bringst. das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Wo hast du das denn schon wieder her? Ich will bei dir als Lehrling Ich anfangen. wundere mich über gar Bevor ich nichts dich mehr. nehme, muss ich natürlich wissen, ob du überhaupt zu was Ich zu habe so gebrauchen bist. einiges gehört. Wenn er das nicht sieht, kann Ich ich mir will bei auch dir nicht als... mehr helfen. Bevor ich dich... Ja, das wissen wir schon. Es war genau Was so, soll wie ich für du dich gesagt machen? hast. Ich werde dir beibringen, wie man Tieren das Glaubst Fell du wirklich daran? abzieht. Und du besorgst mir, sagen wir, ein Ich glaube halbes nicht, Dutzend dass sich daran Wolfsfelle. was ändert. Dann weiß ich, dass du dein Handwerk beherrschst. Das ist doch Wenn alles du nur dafür Theorie. nicht ewig brauchst und die Fälle einigermaßen in Ordnung Meine sind, Meinung will ja kannst du keiner von hören. mir aus bei mir anfangen. Das ist eine schlimme Sollten Sache. wir hinkriegen. Das machen wir auf jeden Fall. Wir können Bring nur mir bei, wie man abwarten. Tieren das Fell abzieht. Gut. Hör Glaubst zu. du wirklich Es daran? ist im Grunde ganz einfach. Du nimmst eine scharfe Klinge Das kann ja und nicht schneidest ewig dem so Vieh den Bauch weitergehen. auf. Noch ein paar kleine Das Schnitte an den kann nicht Innenseiten der sein. Beine und dann kannst du es abziehen. Bring mir die Man darf halt Wolfsfelle nicht und wir alles sehen glauben, was weiter. man hört. Meinst du, mir geht es besser? Warum hat dein Lehrling seinen Job Ich aufgegeben? wäre mir da nicht so Mir hat er sicher. nur gesagt, es sei zu gefährlich geworden da Bin ganz draußen. deiner Meinung. Wenn es dich wirklich interessiert, kannst du ihn ja selber Das fragen. hat er wirklich Er nicht heißt verdient. Bartok und treibt sich vermutlich in der Nähe von Das ist Koragons doch alles Kneipe nur rum. Gerede. Geh vom Schmied aus durch die Unterführung, dann läufst du direkt Ich wäre darauf mir da zu. nicht so sicher. Das habe ich Was ja ist, gar wenn nicht ich bei einem gewusst. anderen Meister anfangen will? Unsinn. Das hat er Harad und wirklich nicht Matteo haben verdient. schon Lehrlinge. Constantino, der Von Alchemist, ist ein selbst ist er nicht Eigenbrötler. darauf gekommen. Er hat schon seit Jahren keinen Lehrling mehr angenommen. Wir können nur Und was abwarten. Torben betrifft, jeder weiß, dass er kein Geld hat. Wird sich Er das könnte jemals dich vermutlich ändern? nicht mal bezahlen. Ich hingegen brauche Ich hatte dringend das einen nicht. Lehrling. Und ich zahle auch gut. Aber Wenn er das nicht egal, bei sieht, kann wem ich du mir auch nicht anfangen mehr willst, helfen. du brauchst die Zustimmung aller anderen Meister aus Ich der kann das nicht Unterstadt. glauben. Und hier kriegen wir auch gutes Von Geld selbst und der ist er Job nicht ist auch darauf ganz gut. gekommen. Also, Ich glaube nicht, dass sich daran was eigentlich nicht ändert. verkehrt. Zeig mir mal die Zeig mir deine Waren. Ware. So, jetzt haben wir natürlich hier Warum hört verschiedene er eigentlich nicht länger auf Bögen. mich? Am Meinst besten du, holen mir wir geht uns es jetzt erstmal besser? ein paar Pfeile. Oh, nee. Davon Zeig lasse mir ich deine lieber die Waren. Finger. Falsche Taste gedrückt. Sag mir nicht, du hast es nicht Die nehmen wir am gewusst. besten alle, wollte ich Das gerade hat er doch sagen. vorher gewusst. Rostige Schwert können wir Da kannst du eh verkaufen. nichts dran ändern. Genauso wie das Wolfsmesser. Ich glaube nicht, dass sich daran was Nagelknüppel ändert. auch. Genauso wie diese Dolche Er hat auf die und die falschen ganzen Leute gehört. Knüppel hier. Es war genau so, wie du sagst. Den Kurzbogen können wir auch verkaufen. Ist das wirklich wahr? Und dann schauen wir doch mal nach. Hier haben wir Noch noch einen mehr Ärger kann ich Ledergürtel. nicht Das ist natürlich gebrauchen. auch nice. Glaubst du wirklich daran? Zusammen mit Lederrüstung gibt es da noch mal einen kleinen Push. Aber die Lederrüstung haben wir Wo noch nicht. hast Wir du haben das denn momentan ja schon gar wieder her? nichts. Weil wir Das ist doch alles nur unsere Gerede. Rüstung ja abgegeben haben. Aber die Pfeile sind schon wichtig, Noch gerade jetzt mehr am Ärger Anfang, kann ich weil wir nicht halt so viel gebrauchen. Schaden nehmen. Ich Meinst du, verkaufe mal mir geht zwei es Fackeln besser? noch. Ansonsten, wir sind halt noch arm. Das ist halt das Problem. Sagen jetzt erstmal Ciao. Und Von selbst ist er nicht das darauf behalten wir uns gekommen. auf jeden Fall im Hinterkopf. Ich weiß Definitiv. langsam nicht mehr, was ich glauben Wir haben ja soll. noch einen Lederbeutel mit Wird Münzen. sich das jemals ändern? 25 Stück an der Zahl, das ist schon mal ganz gut. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Goldbrocken, Steckbrief, ein Weiß Bild von gar nicht mir, mehr, wie man Passierschein, abwarten kann. eine Nachricht, das hatten wir alle schon. Ich kann das nicht glauben. Ach nein. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ich wäre mir So, da nicht so sicher. rostige Schwert Von und selbst den ist er nicht normalen darauf Bogen. gekommen. Ich habe so einiges Gut, wie gehört. gesagt, das bewahren wir uns mal auf.
Regis. Hey, du bist neu in der Stadt, was? Ja. Und was ist mit dir? Ich komme vom Festland und jetzt hänge ich hier rum. Ich habe bald kein Gold mehr, kann wohl nur noch zur Miliz gehen. Aber das will ich nicht. Ich lasse mich doch nicht für den König von den Orks abschlachten. Was kannst du mir über die Miliz erzählen? Einer der Paladiner hat das Kommando übernommen, ein gewisser Lord André. Er versucht, die halbe Stadt zu mobilisieren für den Fall, dass die Orks angreifen. Aber du musst Bürger der Stadt sein, um aufgenommen zu werden. Trainieren kann man zwar auch so, so viel ich weiß, aber man wird nicht offiziell aufgenommen. Das war doch klar. Was kannst du mir noch über Lord André erzählen? Er hat auch das Amt des Richters übernommen. Wenn du hier in der Stadt Ärger machst, musst du dich vor ihm verantworten. Ich hatte mal eine Schlägerei mit einem der Bürger. Der ist direkt zu Lord André gerannt und hat alles gepetzt. Der Spaß hat mich 50 Goldstücke gekostet. Ich kann froh sein, dass es nachts war. Sonst hätten es noch andere mitgekriegt. Je mehr Leute sich in diesem Kaff hier über dich beschweren, desto höher wird deine Strafe. Mit wem hast du dich geprügelt? Mit einem Typen namens Valentino. Er hängt oft in der Kneipe beim Tempel rum. Ich bin ja normalerweise ein friedliebender Mensch, aber der Typ braucht da einfach was aufs Maul. Ist hier irgendwas Aufregendes passiert? Kann man wohl sagen. Bosper, den Bogner haben sie bestohlen. Ganz schön dreist, kann ich dir sagen. Der Kerl ist am helllichten Tag in den Laden reinspaziert und hat sich einen Bogen geschnappt. Und Bosper hinter ihm her. Bleib stehen, du Lump, hat er gebrüllt. Aber der Dieb war zu schnell. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ein Bogen wurde also gestohlen von unseren vielleicht zukünftigen... Nein, das mit dem Anwesen ist echt dämlich. Wieso? Wie kann ich das denn wegmachen? Ich weiß es nicht. Ich wäre mir da nicht so sicher. Matteo! Was kann ich für dich tun? Was verkaufst du? Ich kann dir alles anbieten, was du brauchst, um in der Wildnis zu überleben. Waffen, Fackeln, Proviant und sogar Rüstungen. Ich habe da noch ein ganz besonderes Stück auf Lager. Eine doppelt gehärtete Rüstung aus Snapperleder, noch ungetragen. Interessiert? 250 Gold, eine Lederrüstung. Das ist natürlich sehr interessant. Was weißt du über Paladiner? Seit die Kerle in der Stadt sind, habe ich nichts als Ärger. Als ich letztens ins obere Viertel wollte, halten mich doch glatt die Wachen auf und fragen mich, was ich da zu suchen habe. Und? Natürlich haben sie mich reingelassen. Ich habe meinen Laden schon in der Stadt gehabt, da haben die meisten von diesen Wichtigtuern noch mit Holzschwertern Schweine gejagt. Und gestern kommen die Mistkerle zu mir und beschlagnahmen die Hälfte meiner Ware. Die Paladiner haben deine Ware beschlagnahmt? Alles, was ich bei mir im Hinterhof gelagert hatte. Sie haben einfach eine Wache vorm Hofeingang platziert. Wenn ich Glück habe, nehmen sie nicht alles mit. Zumindest die Rüstungen werden sie wohl dalassen. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Was? Was willst du denn da? Ich habe eine wichtige Nachricht. So, so. Hast du schon versucht, an den Wachen vorbeizukommen? Ich glaube, den Versuch kann ich mir sparen. Da hast du vermutlich recht. Ich weiß ja nicht, wie wichtig deine Nachricht ist. Und es geht mich auch wohl nichts an. Aber selbst wenn du ihnen erzählen wolltest, dass im Hafen gerade ein Schiff voller Orks anlegt, würden sie dich wegschicken, weil sie ihre Befehle haben. Also kannst du mir jetzt helfen, ins obere Viertel zu kommen? Scheint dir ja echt wichtig zu sein. Die Frage ist, wie wichtig ist es dir? Wie meinst du das? Ich kann dir schon helfen. Immerhin bin ich einer der einflussreichsten Leute hier. Aber das hat seinen Preis. Was auch sonst? Was verlangst du für deine Hilfe? 100 Goldstücke. Du Halsabschneider. Reg dich ab. Es ist ja nicht dein Gold, das ich im Sinn habe. Sondern? Im Grunde ist es mein Gold. Gritta, die Nichte des Tischlers, hat seit Ewigkeiten ihre Schulden bei mir nicht bezahlt. Aber die kleine Göre rennt ständig in neuen Kleidern rum. Das heißt, sie hat das Geld. Ich würde es ja aus ihr rausprügeln, aber Meister Torben, der Tischler, ist auch ein sehr einflussreicher Mann. Beschaff mir das Geld und ich werde dir helfen. Wo finde ich diese Gritta? Wie gesagt, sie ist die Nichte des Tischlers. Sein Haus ist die Straße runter, das letzte Haus rechts vorm Schmied. Wie genau kannst du mir helfen? Ganz einfach. Ich werde meinen Einfluss dafür einsetzen, dass du bei einem der Handwerksmeister hier als Lehrling aufgenommen wirst.
Als solcher bist du praktisch Bürger der Stadt und kommst ins obere Viertel. Außerdem verdienst du noch was dabei. Bei wem könnte ich denn als Lehrling anfangen? Im Grunde bei jedem der Meister hier an der Hauptstraße. Da wäre Harad, der Schmied, Bosper, der Bogner, Torben, der Tischler oder Konstantino, der Alchemist. Irgendwer wird dich schon nehmen. Aber es ist wichtig, dass die anderen Meister zustimmen. Das ist seit jeher Brauch hier in Korinis. Hilf mir, bei einem der Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Eins nach dem anderen. Erfülle du erstmal deinen Teil der Abmachung und bring mir das Gold. Wie bekomme ich die Zustimmung der anderen Meister? Du musst sie einfach von dir überzeugen. Geh hin und rede mit ihnen. Aber wenn mehr als einer von ihnen gegen dich ist, hast du keine Chance. Also benimm dich. Warum nimmst du mich nicht als Lehrling auf? Würde ich. Aber die anderen Meister würden nicht zustimmen. Ich habe nämlich erst kürzlich einen anderen Lehrling aufgenommen. Gibt es noch einen anderen Weg, ins obere Viertel zu kommen? Vielleicht. Wenn mir was einfällt, lasse ich es dich wissen. Zeig mir mal deine Ware. Zeig mir deine Ware. Wow, die Auswahl ist ja gigantisch. Gut, sein Lehrling hat alles. Die Lederrüstung können wir uns vielleicht stibitzen später. Aber was wir auch können, ist erstmal bis zum nächsten Morgen schlafen, denn es ist ziemlich dunkel in der Nacht. Ich will keinen Ärger. Oh, ja, okay, gut. Ja, wir müssen ja dafür in die Taverne, nicht in die Taverne, sondern in so einer Scheune, da sind ja alle untergebracht, das haben wir ja mitbekommen. So, beim Bogner waren wir, beim Gemischtwarenladen waren wir. Oh Gott, man sieht jetzt echt ein bisschen schlecht hier. Okay, hier geht's wieder zum unteren Viertel sogar. Da wollen wir noch nicht hin zum Hafenviertel. Ja, die Leute sind natürlich jetzt alle auch am Schlafen. Oder gehen zumindest jetzt schlafen. Hey, Torben. Ah, ein neues Gesicht. Bist wohl nicht aus Korinis, was? Ist keine gute Zeit für Reisende. Überall Banditen, kaum Arbeit. Und jetzt lehnen sich auch noch die Bauern auf. Was verschlägt dich hierhin? Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Verstehst du denn was vom Tischlern? Das Einzige, was ich mit Holz machen kann, ist Feuer. Und wie sieht es mit Schlössern aus? Nun ja. Tut mir leid, ich kann niemanden gebrauchen, der nichts von meinem Handwerk versteht. Und für einen Lehrling habe ich kein Geld. Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister hier als Lehrling anfangen will? Nun, ich will dir meine Zustimmung geben. Aber es wird das Beste sein, wenn du dir vorher den Segen der Götter geben lässt. Sag, bist du ein gläubiger Mann? Belügen wir ihn? Komm. Ja, und zwar demütigst, Meister Torben. Dann geh zu Vatras, dem Priester Adanos, und lass dir seinen Segen geben. Er wird dir sagen, wo du einen Priester Innos finden kannst. Auch seinen Segen sollst du dir holen. Wenn du den Segen der Götter bekommen hast, werde ich für dich stimmen. Du kennst dich mit Schlössern aus? Was nützt eine gute Truhe ohne ein gutes Schloss? Ich fertige meine Schlösser selbst an. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass ich meine Truhen nicht umsonst so stabil gebaut habe. Ein schlechtes Schloss ist leicht zu knacken. Und Diebe gibt es in Korinis genug. Vor allem in letzter Zeit. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Ich weiß nicht, ob man dir trauen kann oder nicht. Am Ende bist du noch einer dieser Rumtreiber, die nur in die Stadt kommen, um den ehrlichen Leuten ihre Truhen auszuräumen. Bevor ich mir nicht sicher bin, dass du ein anständiger Kerl bist, werde ich dir nichts beibringen. Ja, gut. Kannst du mir Dietriche verkaufen? Meinetwegen. Aber ohne dass du weißt, wie man damit umgeht, werden sie dir nichts nützen. Da hat er leider recht. Ein Hammer und eine Säge brauchen wir beides nicht. Hattest du schon mal einen Lehrling? Ja, das ist auch noch gar nicht so lange her. Und? Was ist passiert? Sein Name ist Elvridge. Er ist mein Neffe.
Ich war eigentlich recht zufrieden mit ihm, doch eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit. Wo ist Elbridge jetzt? Was weiß ich? Er hat sich ständig in dem schmierigen Bordell am Hafen herumgetrieben. Würde mich nicht wundern, wenn er da noch bei so einer Dirne im Bett liegt. Wie lange hast du ihn schon nicht mehr gesehen? Ich schätze, das ist jetzt etwa 2 Wochen her. Hast du das der Miliz gemeldet? Ja, sicher. Sie sollten ihn wieder einfangen und dafür sorgen, dass der Faulpelz seine Arbeit verrichtet. Aber das bereue ich auch schon wieder. Soll er doch machen, was er will. Früher oder später wird er einsehen, dass er ohne gescheite Arbeit in Korinis nicht weit kommen wird. Was du nicht sagst. Was weißt du über die Paladine? Nicht viel. Sie kamen vor 2 Wochen mit dem Schiff vom Festland an. Seitdem haben sie sich ins obere Viertel zurückgezogen. Keiner von uns weiß so genau, warum sie hier sind. Viele haben Angst vor einem Angriff der Orks. Ich vermute aber, sie sind hier, um den Bauernaufstand niederzuschlagen. Weißt du etwas über den Bauernaufstand? Nach allem, was man hört, hat sich Ona, der Großbauer, Söldner angeheuert, die ihm die Truppen des Königs vom Hals halten sollen. Er hat wohl keine Lust mehr, seine Ernte und sein Vieh den Paladinen und Milizen zum Fraß vorzuwerfen. Alles, was wir in der Stadt davon mitbekommen, ist, dass die Preise fürs Essen hochgehen. Onas Hof liegt weit östlich von hier. Falls es zu Kämpfen kommen sollte, kriegen wir hier davon sowieso nichts mit. Wenn du mehr erfahren willst, frag die Händler am Marktplatz. Die kommen mehr auf der Insel herum als ich. Werden wir. Und übrigens... Ich komme wegen Greta. Meine Nichte? Was willst du von ihr? Es geht doch nicht etwa um Geld. Sie schuldet dem Händler Matteo 100 Goldstücke. Das darf doch nicht wahr sein. Seit dieses kleine Miststück bei mir wohnt, habe ich nichts als Ärger. Sie hat sich bei so gut wie allen Händlern der Stadt verschuldet. Ich musste bei Lema, dem Geldverleiher, 200 Goldstücke leihen, um ihre Schulden zu begleichen. Und jetzt das. Nur zu, frag sie. Aber ich sag dir gleich, sie hat nicht ein Goldstück. Wir werden sehen. Gut, Problem ist, es ist halt dunkel und ich würde ganz gerne, dass wir Tag haben. Ich gehe jetzt schon mal vorab weg zu der... zu dem Ort, wo wir schlafen können. Ist das wirklich wahr? Das werden wir ja auch noch alles erkunden. Oh. Du schuldest mir noch einen Gefallen. Es ist Zeit, diese Schuld zu begleichen. Was willst du? Ich will meinen alten Stand am Marktplatz zurück. Den hat sich Sarah unter den Nagel gerissen. Aber sie hat lange genug dort gestanden. Ich will, dass sie den Stand aufgibt. Und welche Rolle spiele ich dabei? Ich gebe dir einen Brief, den schiebst du ihr in die Tasche. Dann gehst du zu André und erzählst ihm, dass Sarah Waffen an Onar verkauft. Sie landet im Gefängnis, du kassierst das Kopfgeld und ich kriege den Stand. Du hast 2 Tage Zeit, das zu erledigen. Da kannst du ihr nichts sagen. Was passiert, wenn ich das nicht mache? Das wäre wirklich dumm von dir, denn siehst du, ich weiß, dass du ein entflohener Sträfling bist. Wenn sich das herumspricht, könnte das deiner Situation in der Stadt erheblich schaden. Glaubst du wirklich daran? Er hat uns ja geholfen, in die Stadt zu kommen. Ich bin ganz deiner Meinung. Wir nehmen es erstmal an. Okay, ich habe offensichtlich keine andere Wahl. Du bist ein schlauer Bursche. Hier ist der Brief. Ja, sieht, wie soll ich ihr den Brief unterschieben? Gar nichts mehr. Lass dir einfach ihre Ware zeigen. Und dabei steckst du ihr den Brief zu. Und denk dran, ich bin ein einflussreicher Mann in der Stadt, also versuche nicht, mich zu verarschen. Das ist wirklich nicht mein Selbst. Ist er nicht da. Ich muss warten. Von mir. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Hört ihr Bewohner von Korinis? So, wir werden jetzt erstmal schlafen gehen. Kundschaft. Was kann ich für dich tun? Ich suche ein Zimmer. Da bist du hier richtig. Einer der Paladiner hat mir gesagt, ich könnte hier umsonst übernachten. Ja, ja. Geh einfach die Treppe hoch. Wir haben noch 1 oder 2 Betten frei. Warum bezahlen die Paladine das alles? Ich weiß auch nicht, was das alles soll. Ich denke, zum einen wollen sie die armen Schlucker von der Straße holen, damit die keine Dummheiten machen. Und zum anderen wollen sie sich mit den fahrenden Händlern gutstellen.
Jetzt, wo die Bauern sich auflehnen, sind wir auf die Versorgung durch die Händler angewiesen. Außerdem, denke ich, wollen sie die Stimmung in der Stadt ein bisschen anheben. Lord André hat ja auch angeordnet, dass am Galgenplatz Freibier ausgeschenkt wird. Ja, und deine Schrumpelhaut ist auch wow. Wer übernachtet hier zurzeit? Es sind fast alles fahrende Händler vom Markt. Aha. Denk nicht mal dran, dich an ihren Sachen zu vergreifen. Ich will ja keinen Ärger haben. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Ich habe ein paar Fragen zur Stadt. Erzähl mir was über die Stadt. Auch wenn es im Moment nicht so aussieht, ist Corinis eine der reichsten Städte des Königreichs. Doch seit dem Krieg mit den Orks ist der Handel fast komplett zum Erliegen gekommen. Der König hat die gesamte Handelsflotte in den Kriegsdienst beordert, sodass zurzeit kaum noch ein Schiff im Hafen anlegt. Das Angebot an Waren ist daher zurzeit sehr knapp und viele Bürger der Stadt sind sehr besorgt. Keiner weiß so recht, was die Zukunft bringt. Wir können eigentlich nichts anderes machen, als abzuwarten, was passiert. Ändern können wir sowieso nichts. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Wo kann ich hier was kaufen? Der Markt ist direkt vor der Tür. Dort solltest du eigentlich alles bekommen. Auf der anderen Seite der Stadt gibt es noch ein paar Läden und Handwerker. Die meisten sind in der Nähe vom anderen Stadttor. Ansonsten gibt es im Hafenviertel noch einen Fischhändler. Er hat seinen Laden direkt am Hafen. Du wirst ihn schon finden. Ciao. So, wir werden uns jetzt erstmal hinlegen. Und dann werden wir die Stadt weiter erkunden. Aber das machen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Die dann... Ich will keinen Ärger. Was? Wieso? Welches Bett kann ich denn hier nehmen? So. Gut, wir sehen uns da wieder morgen in der neuen Folge von Gothic. Wir müssen gucken, dass wir das mit Sarah schnellstmöglich erledigen. Und ja, wie es weitergeht, erfahren wir dann auch morgen. Bis dahin, tschüss.